Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Prolog beendet. Verdiene dir Karma, indem du den Einheitenmischen und dem goldenen Pfad bei Karma-Ereignissen hilfst. Wenn du mehr Waffen tragen willst, musst du einen größeren Waffengut herstellen. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale, Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Ja. Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Werde ich tun, Kumpel. Banapur. 7146 Fuß. Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. Verständlich. Verdammt, wie gut die Gesichter aussehen. Coole Brille, Oma. So. Okay, jetzt voll aus der Action gerissen, einfach mitten im Dorf abgesetzt worden. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Okay. So, hier ist irgendwo eine Disco. Hier ist die Disco. Gut. So, was haben wir denn hier? Eine Shop. Gucken wir. Seht, wenn der Wind hereinweht. Fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Halten, kaufen und verkaufen. Hey. Neue Waffe freigeschaltet. A2000. AK-47. M133. SVD. STG. Recurve-Bogen. PKM. Ein Rollenspiel. MP34. Und die Sixer. Das ist, glaube ich, meine Waffe, die ich hier in dieser Limited Edition dazu bekommen habe. Und das Goblin. Und die Mark IV. Und die Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ah, nee, das ist die von Uplay, die Waffe, die ich mir da dazu geholt hat. AJM9. Munition nachfüllen. 20% Rabatt. Yeah. Was, Munition nachfüllen kostet 27.000? Das da? Kaufen und anpassen. Dann klicken wir uns jetzt hier nochmal durch den Shop. Ich habe eben schon einmal hier die ersten Menüpunkte durchgeklickt. Dann ploppen die Sachen immer so schön mit diesen Holi-Mehlfarben auf. Ganz kurz noch was notieren hier. Okay. So. Das sind also alles die Waffen, die wir. Der Recurve-Bogen.
Wo ist denn ihr Scharfschützengewehr? Können wir uns das auch irgendwie angucken vorher? Ach, da unten sind die Aufsätze. Farbe. Da. Was gibt es hier noch Einzigartiges? Die Sixer. Da. Stürmer. AMR. Hier gibt es dann die großen Waffen. Predator. Beende 4 Aufgaben von Typ bewaffnete Escort. 4 übrig. Okay, die können wir mit Mission freischalten, die Sachen. Verschiedene Munition. Oh Gott. Objekte in Südkürat, Masken. Aber das finde ich schon wieder gut im Gegensatz zu Assassin's Creed. Man kann die Sachen hier mit Inspielgeld kaufen. Waffen. Ein Recurve-Bogen. Und Scharfschützengewehr. Das sind eigentlich beide Sachen, die ich gerne hätte. Und die haben wir. Ach, wir können nur eine Waffe mitnehmen. Aufsätze. Schalldämpfer 42.000, okay. Magazin. Und das war da nicht irgendwas Süßes ihm noch bei? Nee. Manu. So ein schönes Rosa wäre doch klasse gewesen. Munition, Karten, Gegenstände. Wingsuit. Eine Wingsuit. Wir können so als Hamster durch die Luft fliegen. Wie cool. So, Haftmin. Körperpanzerung. Ich hätte aber gerne mehr Waffenplatz mehr. Okay. Verkaufe Waren im Wert von 40.000 K. Keine Ahnung, was das bedeutet. Machen wir einfach mal, oder? Maxi-Binde. Stauband. Wuhling-Tau. Maxi-Binde, die können wir... Das sind wirklich Binden. Wenn du stark blutest, greife zu einem... Okay. Pager. Piep, bop, brrt. Heute völlig nutzlos, aber in den 90ern waren sie besonders beliebt bei Ärzten, Drogendealern und einsamen Hausfrauen. Schön. Ich bin keine einsame Hausfrau, also weg damit. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Ja, ich bin auch früh drüber. So, was haben wir denn hier? Mission, Option, Steuerung, Gameplay, Interface, Kampagne, Audio, Grafik, Speichern, Spiel beenden. Karte, Fähigkeiten. Okay, ist ganz schön orange hier. Oh, und der Elefant ist ganz schön. Ah, da unsere Erfahrung. Das Kreisding mit den Pfeilen ist dann. Genau. Und Herstellung. Waffengurt. Tibet-Wolfsfell. Trage bis zu 500.000 bei dir. Das können wir herstellen. Das finde ich auch cool, dass wir so Sachen aus erbeuteten Fällen herstellen können. Fortschritt. Shangri-La. Yogi und Reggie. Karma-Level. Außenposten 24 Stück. Festung 4. Glockentürme 17. Persönlicher Fortschritt. Waffen, Fahrzeuge, Herstellung. Fähigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten. Oh Gott, es gibt zu viel. Es gibt wieder zu viel. Verlorene Briefe. Insgesamt 0,81 in 35 Minuten. Schmerz 35 Minuten? Okay. Sammlung. König Minskirat. Beutetasche. Koop. Nicht verfügbar. Der Zugang zu Koop ist erst
Beende mehr Kampagnenmissionen, um den Koop freizuschalten. Okay, Taktik. Karte. Okay, es ist riesig hier. Das S ist bestimmt eine Mission und das K. Ah, über das Touchpad können wir auch hier dieses Schnellmenü auswählen. Okay, hier können wir auch nichts mit der Waffe machen, die können wir nur kurz so in die Hand nehmen. Anführer des goldenen Pfads, wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen. Masken von Yalun. Wir suchen immer noch den Verantwortlichen für die aktuelle Mordserie. In der Zwischenzeit bitten wir alle Mitglieder des goldenen Pfades Masken des Dämonen Yalun, die in der Nähe der Tatorte gefunden werden, zu entfernen oder zu vernichten. Sie gelten als schlechtes Omen und sollten nicht länger als nötig dort liegen bleiben. Sabai. Okay, was ist das hier? Dorf Banabur. Achso, das ist einfach nur Sabai Amita. Leiter hat Leiter. Mohan. Gales Tagebuch. Sammle dieses Tagebucheinträge und erfahre mehr über Morgan Gale, deinen Vater. Öffne die Tür. So, wo ist das Tagebuch? Kauf anpassen. Ist das hier meine Hütte oder was ist das jetzt? Oh, Geld. Tagebuch? Tagebuch. Noch ein bis zur nächsten Belohnung. Halten zum Interagieren. Okay, das wird wohl unsere Hütte sein hier. Kommunale Unterschlüpfe. Denkt daran, dass die Unterschlüpfe gemeinsamer kommunaler Besitz des goldenen Pfades sind. Es ist wichtig, dass du jeden Unterschlupf für den nächsten Benutzer sauber und aufgeräumt hinterlässt. Wir müssen alle mit anpacken und helfen. Vor allem musst du Geld für alle Objekte hinterlegen, die du an das... die du am Handelsposten erwirbst. Longinus hilft uns gerne, aber wir müssten ihm natürlich trotzdem bezahlen. Wir sind nicht die Wohlfahrt und Vorräte sind Mangelware. Sabal. Kinder oder was sind das da? Nee. Hey, kisa khabar? Mero lagi timi sanga kehi chaina? Ojal nori ko lagi kaam garna lageko cha. Hi Blümchen. Violettes Blatt. Genauso bezeichne ich Blumen auch. Rote Blume, blaue Blume, pinke Blume. So, Frau, du konntest mich nicht leiden, oder? Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Okay. Der Wolfsbau. So, da hinten müssen wir jetzt hin. Okay, was haben wir jetzt hier für ein... Da setzen wir mal einen Wegpunkt hin.
Schauen wir mal, wie wir da hinten hinkommen. Das ist ja wirklich am Arsch der Welt da hinten. Fangen wir mal den Navi einfach. Welches in unserem Bogen mit integriert ist? Oder wie funktioniert das gerade? Oh, den Pfeil haben wir auch wieder aufgehoben, sehr gut. Wo der andere hingeschossen ist, merken wir uns beim nächsten Mal. Ich würde ganz gern einfach mal die Third Person an sich wechseln, um zu gucken, wie wir eigentlich aussehen. Wir haben uns jetzt nur einmal auf dem Selfie gesehen, oder? Na, die sitzt ja einladend. Fuck. Genau, fuck. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Alles klar. Okay, hier unten hat sie... Was hat die denn hier unten alles versteckt? Sprengstoff. Halten zum Lesen. Mein Freund Mahabir. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich uns in diesem Kampf anzuschließen. Aber nach Pagamins Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kira darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben. Nun, da Pagan Kyrat geteilt hat, aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir als auch Kanam für eure unablässige Unterstützung. Mohan Gale, August 1987. Hey, das ist sogar noch vor meiner Geburt. Ganz knapp davor. Gut, wir sollen jetzt böse Wölfe mit Pfeil und Bogen jagen. Alles klar. Hallo Schweinchen. Ein Wolfsbau. Hallo Schweinchen 2. Lauf doch nicht weg, Mann. Okay, da ist ein Hügel im Weg. Okay. So, sichere Entfernung. Und immer etwas höher schießen. Arm ist halb aufgegessen, das Ferkelchen. Beutetasche voll. Tibet-Wolfsfell. Beutetasche fast voll. Tibet-Wolfsfell. Haben wir zweimal Tibet-Wolfsfell. Das heißt, wir... Nee, falsches Menü. Herstellung. Nee, ein Fell brauchen wir noch.
Oh, dahin. Ja, von hier oben wird das wahrscheinlich nichts mit dem Bogen. Höpf. Na gut. Das wird dann jetzt meine erste richtige Verabschiedung, seitdem wir Far Cry 4 spielen. Müsste jetzt Episode 3 gewesen sein, glaube ich. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr irgendwelche, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da. Kommentar würde mich auch sehr freuen. Irgendwelche Tipps, Tricks, Anregungen, Vorschläge, was auch immer, gerne gesehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Far Cry 4 wieder, wie wir die kleinen Wölfies da vorne um ihr Fell erleichtern. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.